Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur Republika 2013. Es ist soweit, die Türen sind offen. Jetzt gleich wird drinnen die große Eröffnungsrede gehalten zu dieser Netzkonferenz, zu der sich jährlich seit 7 Jahren die Leute aus ganz Deutschland treffen, um Themen zu besprechen, die das ganze Internet bewegen. Ich bin gespannt, was es dieses Jahr alles zu besprechen gibt und ich guck mal, wo es reingeht. Herzlich willkommen auf der Republika, herzlich willkommen zu Hause. Viel Spaß! Viel Spaß! Ich finde es einfach toll, das Internet wirklich so ins Real Life zu bekommen wie hier. Das habe ich so in meinem Leben noch nicht erlebt. Und das ist der Grund, warum ich wieder hier bin. Für mich ist es auf jeden Fall eine Chance, Kollegen zu treffen, mich mit denen auszutauschen und mal ins Gespräch zu kommen, mal Input zu bekommen. Ich freue mich am meisten auf die interessanten Vorträge und Workshops. Spannende neue Kontakte und dieses Klassentreffen. Also man trifft einfach so die Leute, mit denen man eh immer irgendwie rumhängt, was cool ist. Was ist denn so, würdest du sagen, das große zentrale Thema dieses Jahr auf der Republika? Naja, das große zentrale Thema ist, dass das Internet, wie wir es kennen, schätzen und lieben gelernt haben, in Gefahr ist. Und dass man nicht nur darüber meckern soll, wenn die Politik einfach eingreift und mehr Kontrolle, mehr Überwachung einzuführen, schlechte Gesetzgebungen macht und jetzt noch die Telekom anfängt, das Internet zu einem Kabelfernsehen umzubauen, sondern dass man sich einmischen muss, dass man auch quasi unser Lebensgefühl, aber auch unsere Ansichten von dieser neuen Welt in die Mitte der Gesellschaft hineinträgt, um halt einfach mal bessere Rahmenbedingungen für unsere Zukunft zu schaffen. Bisher ist es sehr, sehr, sehr gut, aber ich denke, die nächsten Tage werden noch viel offen halten und heute sind ja auch noch einige Beiträge. Ich habe das bei YouTube oft, dass ich mich nicht traue, auf die Kommentare zu gucken. Nee, mach das, pass auf. Da kannst du mit After Effects die Silhouette anders machen und so weiter und so fort. Dann ist das was, das probiere ich aus. Das ist Kritik. Wenn jemand mir erzählt, dass er was mit meiner Mama hat, ist das für mich keine Kritik. Das übergeht man dann nach 3 Jahren YouTube. Du hier als YouTube-Experte hier. Wie wichtig ist die Republika für YouTuber? Also bisher war sie komplett unwichtig. Ich würde sagen, seit heute ist sie wichtig. Ja. Weil plötzlich und wirklich ein bisschen plötzlich, letztes Jahr haben wir noch einen Fail-Preis für den Videopreis verliehen und dieses Jahr gab es direkt zwei Panels hintereinander und die waren proppenvoll. Ich habe so den Eindruck, die Netzgemeinde interessiert sich plötzlich für YouTube und das ist ja auch richtig so, weil es wird immer größer. Ich denke, es ist eine sehr, sehr große Chance, weil man sonst natürlich selber Kontakte geben müsste und wer hat schon die entsprechenden Kontakte, die man braucht. Insofern sind die Portale auf jeden Fall auch gut, weil zurzeit auch viele entsprechende Produzenten oder andere Filmemacher unterwegs sind und sich Ideen holen oder eben mit Leuten sprechen, ob sie zusammen vielleicht diesen Film größer machen wollen. Man kann die Community aufbauen, man kann Aufmerksamkeit generieren. Ich denke, es ist ein sehr gutes Tool. Ich glaube, dass wir tatsächlich machen müssen. Ich habe 2 Sachen vorgestellt und jetzt seid ihr an der Reihe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.